Hallo, Hallo. willkommen bei FIFA. Hier spielt heute Dortmund BVB gegen Real. Real Madrid. Ein cooles Duell wird das. Und ja, wir hoffen, das ist eine schöne Hi Partie. Leute, herzlich willkommen zum Video. Also nochmal von mir aus und ja, hier spielt, wie ihr gehört habt, schon mein Freund. Irgendwie. Und mein Freund Okay. Oki filmt. Ich nenne mich Okay. So. Okay, dann hier sehen wir gerade die Eröffnungszeremonie. Und ja, wir hoffen, das wird ein gutes Spiel mit sehr vielen Torchancen, sehr schönen Paraden und alles. Und ja, und ich hoffe, ihr guckt auch diesen Film auch mal an. Also heute, Leute, also wie ihr seht, FIFA nicht Black Ops. Leider, weil er es nicht so gut kann und nicht so gut mag. Ja, Und hier mal, mal sehen sehen. wir mal die Aufstellung von den beiden Mannschaften. Hier so spielt heute Borussia Dortmund. Und das ist irgendwie. Und jetzt kommt auch Real Madrid mit Ronaldo und alle und so. Also, ja, ich gebe jetzt mein Bestes, um zu gewinnen. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich. Und jetzt gebe ich das Wort Okan. Ja, Leute, wir drücken einen Daumen für Emil und ja, also ich weiß nicht, ob ich das so gut wirklich filmen kann. Also bis jetzt sieht es schon gut aus eigentlich. Und weil es ein bisschen so klein ist, wie ihr seht. Aber bis Und jetzt sieht dann gut aus. So, Borussia Dortmund. Und? Scheiße. ein falscher Knopfdruck. Ich wollte eigentlich. Ja, aber der erste Schuss muss nicht immer reingehen. Also, ja. Also, wie ihr seht, ne, Borussia gegen, also Dortmund gegen Real, wird ein sehr spannendes Spiel. Und danach Piszczek hat abgefangen zu Lewandowski und Reus hat es nicht richtig gemacht. Reus mit dem Laufpass zu Großkreuz. Großkreuz mit der Flanke, aber na, das war nicht so eine gute Flanke. Und ja, da hat die Verteidigung von Real Madrid sehr gut aufgepasst und ja, und wir müssen kurz eine Pause machen. Und ja, ich zeige Bis euch mal jetzt steht's kurz 0-0. die Aufstellungen der beiden Mannschaften. Und ja, so sehen sie aus. Und ja, und gut, und ja, und jetzt hier sind hier die Aufstellungen. Bei Dortmund kann ich noch sagen, Torwart Weinfelder, Rechtsverteidiger und so alles. Gut, jetzt spiele ich mal weiter. Einwurf für Dortmund. Und jetzt ein Fehlpass und Higuain hat eine gute Chance. Madrid spielt nicht schlecht. Die haben sich so versteckt in den ersten Minuten. Aber jetzt haben sie mal Mut gezeigt im Spiel. Und ja. Jetzt, Borussia hat die Chance, ein Tor zu machen. Und danach, oh, Torwart, aber falsch den Ball getroffen. Und ja, hier kassiert mit dem schönen Abschluss. Und dann hier nochmal und die und Chance. Casillas hat ihn schön verteidigt. Ecke. Eine Ecke. Schmelzer macht die Ecke. Und
leider nicht geschafft. Und das war ein Foul. Und ja. Oh. Ja. Nein. Warum so gut von Weinfeller bekommen? Einfach kein Risiko machen. Und ein Sandschuss. Schade. Na, Reus. War nicht so ein schöner Abschluss, aber na gut. Gut, und ja, stimmt. Dann lasse ich das bis hinterher gerannt. Komm, wenn er jetzt den Ball abnimmt, dann hat er so eine Chance. Und Lewandowski. Flanke zu Reus! Und Reus hat ihn ins Aus geschossen. Ja, bestimmt hat der Trainer Jürgen Klopp gesagt auf der Bank. Mann, Alter, der muss reingehen oder wenigstens eine Ecke. Ecke. Ja, und gut. Jetzt Laufpass. Lewandowski. Lewandowski hat so eine Chance. Hier einfach. Warum bist du nicht einfach? Und ja. BVB. Ein Schuss und der Torwart hat. Wie ihr seht, macht BVB super Teamwork, ne? Ja, BVB ist mehr ein Zusammenhängen. Und ja, gut, hier ja. Wieder Ballbesitz von Supercoach. Zu Reus. Und Reus. Er rennt. Und jetzt nein. Das war ein so ein Spiel. Ja, aber da ist auch Lewandowski ausgerutscht. Was soll er mehr machen? Und wir wollten noch sagen, Juventus verliert gegen Barca. Also Barca 2-1 für Juve. Und hier ist jetzt das 1-0 von Marco. Marco Reus. Wiederholen wir noch einmal das Tor, wie das passiert ist, und dann so ein geiles Tor. Und in der 32. Minute das 1-0. Gut, Zero. Gut, man, heute tarnt sich Real Madrid, aber jetzt könnte es die allererste Chance sein. Und Weinfeller ist gerade auf der richtigen Spur. Und da. Und jetzt, also sehr gut. In die Lauf. Und. Lauf-Pass. Und er macht. Und ein Lauf-Tor. Er macht ihn rein. So eine Chance, Leute. So eine Chance. So ein schönes Tor. Großkreuz. Einfach über den Torwart gelüpft. Und der Torwart könnte träumen, dass er gegen die Latte knallt. Aber leider war das ein Traum, weil die Wirklichkeit ein Tor ist. Ja, und dann. Gut, dann. Mehr Ballbesitz hat auch Borussia Dortmund. Und hier ist die nächste Aktion. Außer Distanz und unser direktes Kass. Messias pariert ihn. Und nein, das war. Und ja. Borussia Dortmund. Ja, in der Defensive klappt das noch nicht richtig bei Borussia Dortmund. Also die schaffen es bis zum Strafraum. Und da ist die allererste heftige, erschreckende Aktion für Dortmund. Weinfeller konnte sich das allererste Mal im Spiel schon. Und nur, dass ihr wisst, das Spiel ist auf Weltklasse. Ja, also, das ist echt schwierig gerade, was ich gerade spiele. Aber
Man muss gut geübt sein. Und danach kommt hier der Großkreuz. Letzte Torchance. Nein. Das war so gesagt, sind das die letzten. Könnte das. Das ist die letzte Aktion. Und das. Es wird ein. Und ja, die letzte Aktion noch von Real Madrid. Real Madrid spielt jetzt um komplett. Und das war die Halbzeit. Die allererste Halbzeit endet. Und das war das Spielende, also tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute und bis zum nächsten Video, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben.